So, ahoi meine lieben, Sütkas hier und herzlich willkommen zur nächsten Folge Deponia, die komplette Reise mit Entwicklerkommentar. Ja, wir sind hier an dem Rätsel mit der Konsole. Ja, ich habe jetzt zwischen den Aufnahmen probiert und am Ende bin ich dann übergegangen. Ich habe es dann einfach chronologisch gemacht, habe hier jedem dieser Symbole eine Zahl zugeordnet. Ne? Dann gibt es also die Zahl 1, 2, 3, 4, 5 als kleinste Variante und die größte Zahl ist dann die 5, 4, 3, 2, 1. Und dann habe ich das immer der Reihe nach durchprobiert, weil irgendwas muss ja die richtige Lösung sein. Und ja, am Ende habe ich dann eins gefunden. Wir nehmen den nach hinten. Dann. Verdammt, wie war das jetzt? Scheiße, ich hätte mir das aufschreiben sollen. Ah! Warte mal. Verbrennen. Ja, zusammenschweißen. Sägen. Einfrieren. Genau, es war bloß. Genau, Keule nach hinten und alle anderen rutschen ein vor. Das habe ich nämlich nicht verstanden. Also ich. War ja die ganze Zeit immer Keule, ja, gibt ein blaues Auge, aber ist ja nicht schlimm. Das geht ja wieder weg. Aber es ist doch schlimm. So. Weil wenn wir jetzt so reingehen. Dann werden wir erst gefroren, dann werden wir zersägt. Dann werden wir wieder zusammengeschweißt. Jetzt werden wir verbrannt. Und dann kloppt er uns die Asche wieder ab. Und wir leben. Oh, ja. Schönen Dank, oh, so ein Quatsch, ey. So, jetzt kannst du was erzählen. Ich möchte gar nicht so viel verraten, weil ich weiß überhaupt nicht, in welcher Phase des Spiels hier in diesem Screen hier den Entwicklerkommentar anklickt. Das ist immer eine große Schwierigkeit. Ich weiß einfach nicht, was ihr gerade schon gemacht habt oder was ihr noch machen werdet. Deswegen möchte ich das Augenmerk auf diese wunderbaren Montageroboter im Vordergrund lenken, die, und da bin ich sehr stolz drauf, die tatsächlich 1:1 fast, also nur ein bisschen gecleant, aber doch sehr, sehr stark sich an der Optik meiner Scribbles orientieren, inklusive der Farben. Da wurden auch dieselben benutzt. Und ich habe schon immer gerne Roboter und Maschinen gezeichnet, die so halt irgendwie total sinnlos irgendwie mit Gelenkarmen und irgendwas und so. Das zeichne ich sehr gerne. Ja, und Farbmetrik spielt ja auch eine große Rolle in Deponia. Wir haben meistens ein Farbspektrum, das aus drei Farben besteht. Es ist rot, blau, grün. Und wer gut aufgepasst hat, weiß, dass das auch die Farben der Cover-Umschalung, des Rahmens um unser Cover in der Verpackung ist. Und zwar rot ist der erste Teil, blau der zweite Teil, grün ist der dritte Teil. Hier in der Mitte zu sehen. Und diese drei Farben, die spiegeln sich ja auch quasi in den drei, jetzt wisst ihr es ja, Argus ist auch ein Rufus. Ah, wo bin ich hier gelandet? Was ist hier los? Ich verstehe das einfach nicht. Genau, und diese drei Farben korrespondieren auch auf eine Art und Weise mit den drei unterschiedlichen Rufen, die ihr noch herauszufinden habt. Aber auch dafür wünsche ich euch viel Spaß. Rot, Blau und Grün. Drei von den Primärfarben. Was hat es mit ihnen nur auf sich? Ich weiß es gar nicht. Es ist einfach nur so eine Art optisches Leitmotiv, über das ich mir gar nicht so viele Gedanken gemacht habe, fürchte ich. Schon peinlich. Okay. So, was haben wir jetzt hier? Den Schrottballschläger. Können wir ihn mitnehmen? Einen Schrottballschläger habe ich schon mal. Als nächstes werde ich mir dazu die passenden Antworten holen. Okay, endlich mal wieder ein Kommentar. Rufus, es geht bergauf. So, was haben wir? Ach ja, wir waren ja in der Hölle. Also, geh ins Licht. Geh ins Licht, Rufus. Von wegen Licht am Ende des Tunnels. Das ist nur ein beleuchteter Knopf. Ja. Hä? Das ist ja gar nicht die Hölle. Das ist so eine Art Fabrik. Und eine verdammt schäbige obendrein.
Heißt das etwa, ich bin gar nicht tot? Kann mir mal irgendjemand erklären, was hier vor sich geht? Okay, wir gucken einfach auf den Plan. Denn auf dem Plan ist, wir sollen ein paar Antworten holen und die Situation neu bewerten. Ach du Jemini. Ein Trichter. Eiweiß, Wasser, Fett, Kohlenhydrate, Mineralstoffe. Mysteriöse sechste Anzeige. Krummel. Okay, mehr können wir hier noch nicht machen. Irgendwann Trichter. Und da geht's irgendwo nach hinten. Halt doch mal stehen! Ich verlange Antworten! So ein Mist! Ja. Stillgelegte Fabriken haben optisch etwas sehr Monumentales. Man kann sehr schwer weggucken. Ich kann mir immer gar nicht vorstellen, dass nicht viel, viel mehr Unfälle passieren an der Stadt. Einfahrt nach Hamburg, wenn man so durch den Freihafen fährt und auf der rechten Seite steht so ein riesen elefantöses, monströses Fabrikgebäude schon sehr weit weg und da muss man kann man nur erraten, wie groß das eigentlich ist. Nachts schalten sie dann diese Beleuchtung an und das sieht halt aus wie aus irgendeinem krassen Ridley Scott Science Fiction Film und ich kann da immer schlecht weggucken, da müssten eigentlich viel mehr Unfälle passieren, vielleicht ist das der Grund, warum der Elbtunnel immer so oft gesperrt ist, aber es gibt halt auch so mehrere von diesen Fabriken, die stehen dann auch gerne mal tatsächlich irgendwie nah von Autobahnen, weil da die Grundstücke am günstigsten sind oder keine Ahnung, weil es da egal ist, wenn halt irgendwelche Chemiewolken halt drüber wegziehen. Das ist innerhalb von Orten halt meistens ärgerlicher. Leute, die in Autos sitzen, die haben eh nichts Besseres verdient. Und da müssen eigentlich viel mehr Unfälle passieren. Also diese Fabrik ist deswegen tatsächlich so ein bisschen optisch unter meinen Erwartungen geblieben. Was natürlich auch an den ganzen rätseltechnischen Gegebenheiten liegt. Hier sind sehr viele Rätselkomponenten, die sich halt quasi stark in die freie Hintergrundgestaltung einmischen, sodass wir hier keine von diesen monströsen Fabrik-Dingern wieder hinbekommen haben, so wie ich sie eigentlich ursprünglich mal gedacht habe. Das ist so ein bisschen schade. Aber man erahnt so ein bisschen was von dem Rost. Eine weitere Sache, die ich hier auf jeden Fall anmerken muss, ist, dass unendlicher Dank an den guten Heiner geht, ebenfalls ein Dedelic-Skripter, der für gewöhnlich in anderen Teams sitzt und zusammen mit dem Alex aus meinem Team und dem Ede, der halt quasi sein Spinnennetz über alle Projekte spannt. Die drei zusammen bilden die Makeforce hier im Unternehmen. Das heißt, immer wenn ein Projekt eng wird und halt so richtig durchgecrunched werden muss, das heißt, die Zeit wird knapp und es ist noch viel zu tun, dann kommen die drei quasi in ihren Superhelden-Outfits in die Firma und machen das Spiel richtig rund. So, innerhalb von kürzester Zeit. Da ist tatsächlich bei mir Goodbye Deponia das erste Projekt, wo ich die Makeforce so in ihrer folgenden Wucht, also mit Heiner zusammen, halt in Einsatz hatte. Und die haben es auch einfach wieder gemacht. Und die unendlichen vielen kleinen Fehler, die wir uns alle nicht erklären konnten, die in diesem Screen waren, bevor Heiner dazu kam, die hat er alle behoben. Wie hat er das gemacht? Er hat den ganzen Screen nochmal gemacht. So hat er es gemacht. Krasser Typ, der Heiner. Okay. Das ist nicht schlecht. Ach so, und hier hinten, das ist so alte Fabrik, ja. Na, hat schon was, ja. So, da geht's irgendwo anders hin. Hier haben wir Pleur au Fitz, Pommesbeutel, Frittenfett, Jodsalz, Imbisswagentür, Stechuhr. Ist bald mal Feierabend? Kommen wir hier rüber? Hier zum Pommesbeutel? Nee, da kommen wir noch gar nicht durch.
Ein Hindernis nach dem anderen. Na, Andy, sag doch mal wieder was. Ja, dann gehen wir erstmal hier hin. Was krabbelt da für ein Vieh hier immer rum? Ach so, am Anfang, wenn man in so einen neuen Spielabschnitt kommt, ist halt immer viel zuzuhören. Ja, hier gleitet das Spiel thematisch ein wenig in die Ökotrophologie ab. Denn in mir schlummert ja auch ein verkannter Ernährungswissenschaftler. Leute, die mich gut kennen, die wissen, dass sie halt irgendwie, wenn sie halt eine gute Ernährungsberatung wollen, halt tatsächlich sicherheitshalber halt irgendwie nach Australien reisen sollten oder so. Also da, wo halt ein dicker Äquator zwischen mir und ihnen ist, der uns örtlich voneinander trennt. Ja, weil meine meisten Ernährungstipps beziehen sich halt eigentlich nur die Dosis von Schokolade pro Kaffee zu erhöhen. Genau, aber in letzter Zeit, ich nehme gerade ab. Ihr seht das jetzt natürlich nicht, aber ich nehme ab, wirklich. Ich versuche das. Und in letzter Zeit höre ich halt immer wieder, möglicherweise ist es eine Sache, die mit dem Alter zu tun hat oder so. Aber ich habe sehr viel Tipps von sehr netten Veganern bekommen, die halt mir halt vorrechnen, was ich alles mit meiner Ernährung falsch mache. Wenn ich denen zuhöre, dann kriege ich auch immer mehr den Eindruck, dass ich eigentlich schon längst hätte sterben müssen an meinem ganzen Kalorienmissbrauch, den ich da betreibe. Und Leben und Essen ist natürlich einfach stark miteinander verknüpft. Und deswegen geht das hier eher ins Ökotrophologische über und weniger ins rein Ökotrophologische. Mhm. Und die geheime Zusammenschließung von Ernährung und Lebensführung ist ja schon, die ist evident. Aber zwischen philosophischen Gedanken über das Leben und Ernährung, die wird hier in diesem Kapitel thematisiert. Wir sehen es hier an Beispiel der Oliven, deswegen auch ein olivenfarbener Hintergrund. Vielen Dank, dass ihr mir immer wieder zuhört. Ich verstehe es nicht. Oliven, okay, so, hier geht's runter. Da bin ich hergekommen, hier ist die Tür. Hier sind Oliven. Nicht, dass ich mich mit Oliven wirklich auskennen würde. Aber dass die hier noch nicht reif sind, ist doch offensichtlich. Die sind ja noch ganz grün. Warte mal, wie ist denn das? Können wir hier mal kurz in den Einstellungen gucken? Dass man den Hintergrundton hier ein bisschen... Ist das Effekte? Ja, das ist vielleicht ein bisschen so. Weiterspielen. Ja, ich glaube, es ist etwas angenehmer, oder? Nicht, dass ich mich mit... Aber die sind ja noch ganz... Nimm doch trotzdem welche mit. So. Jawohl, wir haben Oliven. Wir haben Bohnen. Ganzen Sack voll. Auf dem Sack steht Sojabohnen. Aber drin sind nur so weiße Kügelchen. Vermutlich eine Kakerlakenkolonie. Schön. So, was haben wir hier noch? Eine Ölflasche. Nimm mit das Ding. Ich bin ja normalerweise nicht zimperlich, was Altöl betrifft. Aber das hier ist schon ganz grün und stinkt nach Oliven. Ah, das kann nicht mehr gut sein. Schön. So, was? Ein Flakon? Was soll ich damit? Reines Leergut. Eine Ölmühle? Das ist ziemlich witzlos, wenn sie leer ist. Wasser. Das Wasser sieht ja ganz anders aus als meins zu Hause. Es sprudelt. Und grün ist es auch nicht. So, was haben wir hier? Eine Ölmühle. Achso, warte mal. Erstmal hier noch die Tür. Ach, das gibt's doch nicht. Dieses Mistviech hat die Tür von außen verriegelt. Ach, das wird ihm letztlich auch nichts nützen. Ja. Gut. So, können wir die Oliven jetzt hier noch pressen in der Ölmühle? Okay. So, jetzt haben wir hier noch Olivenöl. So, dann haben wir hier schon so ziemlich alles gemacht, oder was? Mehr gibt's da hier gar nicht in dem Raum. Ja, aber wo geht's denn jetzt hin? Die Tür? Kriegen wir... Warte mal, können wir mit einem Schläger auf? Ja.
keine Tür dieser Welt vermag es, einen Rufus auf Dauer aufzuhalten. Okay, dann gehen wir mal raus. Jetzt sind wir da oben. Na denn? Gehen wir mal in den nächsten Screen. Und hören mal, was Poki da zu sagen hat. Oh. Hey! Hallo! Was soll das Versteckspiel? Oh, ich habe Besuch. Wie schön. Nichts ist hier schön. Na doch. Du lebst wieder. Ist doch fantastisch. Ach, das schon gar nicht. Ich sollte eigentlich tot sein. Jetzt beruhige dich doch erstmal. Möchtest du vielleicht einen Pfefferminztee? Der entspannt und macht einen frischen Atem. Es gibt nichts Besseres, wenn man gerade erst wieder auferstanden ist. Ich hab keinen Bock auf Pfefferminze. Ich will antworten. Okay. Wo bin ich hier? Willkommen in meinem bescheidenen Zuhause. Du wohnst hier? Hübsch, nicht wahr? Früher einmal war das hier die Anlage, in der der Organon erschaffen wurde. Es handelt sich um eine Klonfabrik. Sieht aber eher wie eine Müllverwertungsanlage aus. Ist es auch. Man benötigt viel organisches Material, um Menschen zu klonen. Willst du damit sagen, dass der finstere Fiskus eigentlich Biomüll ist? An deiner Stelle wäre ich nicht so überheblich, Prototyp R. Was für ein Typ? Was? Selber Prototyp. Ich wollte dich nicht beleidigen, Rufus. Du kennst meinen Namen? Natürlich kenne ich den. Ich habe ihn dir ja selbst gegeben. Was soll das denn jetzt? Zugegeben, nicht mein kreativster Name. Du stammst aus einer Reihe von Prototypen, die der Massenproduktion des Organon vorangingen. Nur drei überlebten. Prototyp A, Prototyp C und du. Prototyp R. A und C? Argus und Kletis. Und R wie Rufus. Genau. Rufus steht für rothaarig. Ich dachte, ich könnte euch anhand der Haarfarbe unterscheiden. Aber ich habe es nie hinbekommen, dass die Haarfarbe die Pubertät überdauert. Leider war das nicht die einzige Macke. Alle Prototypen hatten Probleme, bevor ich die richtige Mischung fand. Die Klone waren als entbehrliche Arbeitskräfte konzipiert. Ich nahm euch den Respekt vor dem Leben. Leider führte es dazu, dass viele von euch auch keine Angst vor dem Tod hatten. Es gab diverse Unfälle. Aha. Aha. Rufus ist ein Klon. Und Kletus und Argus sind auch Klone. Wer bist du? Aha. Mein Name ist Hermes. Ich habe früher diese Klonanlage geleitet. Da musst du ja uralt sein. Technisch gesehen bin ich erst seit 2 Tagen am Leben. Ich klone mich regelmäßig neu. Das hält jung. Aber meine Gene sind alt. Die Abstände werden immer kürzer. Aha. Warum stirbst du nicht einfach? Warum sollte ich? Mir geht es super. So siehst du gar nicht aus. Mein Gott, akzeptier's doch. Deine Zeit ist abgelaufen. Im Gegenteil, ich bin topfit. Oh, könntest du kurz... Danke. Wo war ich noch stehen geblieben? Du bist topfit. Ach ja, genau. Wie ein Turnschuh. Warum lässt du mich nicht sterben? Genau genommen warst du tot. Ich habe deine Überreste geklont. Ja, aber warum? Ich hätte es verdient, tot zu sein. Sei nicht so hart zu dir. An so einem schönen Tag sollte niemand tot sein. Das ist kein schöner Tag. Ich habe alles vermasselt. Oh, kann es sein, dass da jemand einen kleinen Schuldkomplex hat? Egal, was du getan hast. Komm darüber hinweg. Das Leben geht weiter. Ja, Leben geht weiter. Das nennst du Leben? Das ist kein Leben. Das ist maximal ein billiger Abklatsch vom Leben. Ein Plagiat. Eine künstlich erzeugte, schlechte Imitation. Oh, hier ist nichts künstlich. All meine Klone sind aus komplett biologischem Anbau. Sagtest du nicht, dass du die Zutaten im Müll gefunden hast? Biomüll. Alles ganz natürlich. Oh, bis auf die Nukleinsäure. Die wird aus radioaktivem Schlamm synthetisiert. Ah, schön. Das ist nicht wahr. Doch, das ist es. Aber es kann nicht sein.
Ich bin nicht wie Cletus oder Argus. Natürlich nicht. Cletus hatte eigentlich mal grüne Haare und Argus blaue. Ja, ich hatte jetzt nicht an die Äußerlichkeiten gedacht. Die beiden sind hinterhältig und falsch. Das bin ich nur, wenn niemand zuguckt. Die beiden sind arrogant und selbstgefällig. Ich hingegen bin super. Die beiden sind gemeine Arschlöcher und ich bin ein... Wow, komm mal runter, Alter. Ihr seid nicht identisch. Weil du viel mehr bist als nur die Summe deiner Gene. Hm? Jede Erfahrung, jede Erinnerung addiert sich zu der Persönlichkeit, die du heute bist. Du meinst, wir waren mal komplett gleich? Aber ich hab dazugelernt? Exakt, Dukowski. Naja, zumindest so ähnlich. Das Gen zum Dazulernen wurde bei dir falsch exprimiert, aber der Rest stimmt. Poki hatte irgendwas gesagt von dieser Farbzusammenstellung. Wie war das? Rot, Gelb und Grün. Jetzt habe ich mir leider nicht gemerkt, wer jetzt was war. Außer, dass Rufus rot ist. Naja, vielleicht kommt das später nochmal. Ich versuche mir das mal zu merken, Schrägstrich aufzuschreiben. Das könnte vielleicht nochmal wichtig werden. Ich bin nicht wie die Organons. Das habe ich auch nicht behauptet. Es stimmt zwar, dass ihr fast identische Gene habt, dieselbe Respektlosigkeit vor dem Leben, aber eine Sache ist dir zu eigen, die ihnen fehlt. Sexappeal. Hoffnung. Ja, und Sexappeal, nicht wahr? Wenn ich ein Klon wäre, müsste ich dann nicht wieder ganz jung sein? Eine gute Frage. Siehst du diese Behälter da drüben? In diesen Reifungskammern kann ich den natürlichen Alterungsprozess simulieren. Du kannst deine Klone also bis zu einem beliebigen Alter reifen lassen? Genau. Warum hast du dich dann so alt gemacht? Sei nicht so unhöflich. Wenn ich ein Klon bin, ja? Warum habe ich dann immer noch denselben Mantel an? Ernsthaft? Ach, schon wieder die Klamottenfrage. Verdammt nochmal, ich erschaffe Leben. Man sollte denken, dass das im Zentrum der Verwunderlichkeiten steht. Aber nein, immer fragen alle nach den Klamotten. Entschuldigung. Schön. Wenn ich ein Klon bin, warum kann ich mich dann an alles erinnern? Ah, du passt ja auf. Natürlich passe ich auf. Das war in deinem Design eigentlich nicht vorgesehen. Aber na gut, die Technik dahinter ist eigentlich ganz einfach. Mit einem Ganzkörperscanner wie diesem hier kann ich ein komplettes Speicherabbild deines neuronalen Netzes anfertigen. Beim Reifungsprozess werden in diesen Klonkammern dort mit Hilfe von winzig kleinen Messern die sich neu bildenden Nervenbahnen in die richtige Position getrimmt. Man kann sich das so ähnlich vorstellen wie beim Beschneiden eines Bonsai-Bäumchens. Mit dem Unterschied natürlich, dass das Gehirn viel komplexer ist und die Schnitte innerhalb von Nanosekunden... Schnarch. Entschuldige, was war das nach nicht vorgesehen? Nicht so wichtig. Das Leben geht eben nicht weiter, es war alles umsonst. Hippodia ist verloren, genau wie Goal. Und es ist alles meine Schuld. Warum soll ich dieses scheiß Leben eigentlich noch weitermachen? Weil es noch Hoffnung gibt. Das Leben geht weiter. Das Leben geht weiter. Wie stellst du dir das vor? Willst du mit dem Apparillo da etwa ganz Deponia klonen? Ich zeig dir jetzt mal, was ich von diesem bescheuerten Ding halte. Nein, Rufus, tu es nicht. Na dann halt mich doch auf. Hä? Ich kann jetzt auch nicht speichern. Mann, nun die Zeit ist um. Na toll, jetzt muss ich hier irgendwas zerstören. Hier, den Stahlträger, der sieht ziemlich unwichtig aus. Tu es nicht! Was haben wir hier noch? Hermes. Noch ein Stahlträger. Hier, hauen wir Hermes. Aua! Hey! Schön. Das tut weh! Na komm, nun werde ich endlich. Das tut weh! Oh nein, jetzt muss ich hier alles kaputt machen oder was? Komm hier außen den Stahlträger. Nein! Oh nein! Gut, dann nimm hier die scheiß Konsole. Nimm das!
Nicht doch die Maschine! Okay, die Konsole kriegen wir nicht kaputt. Nimm das! Nicht doch die Maschine! Okay, dann nehmen wir den Träger hier noch weg. Lass das! Und den hier auch noch. Stopp! So, jetzt bist du dran. Was hast du getan? Du hast alles kaputt gemacht. Jetzt war alles umsonst. Na endlich, er hat's verstanden. Du hattest mit allem recht, außer mit einer Sache. Das alles ist meine Schuld. Ich war es, der damals geglaubt hatte, Deponia sei nicht länger bewohnbar. Und ich habe den Evakuierungsplan entworfen. Ich habe Elysium erdacht und den Organon erschaffen. Als es dann soweit war, kamen mir Zweifel. Ich blieb auf Deponia zurück, um nach einer besseren Lösung zu suchen. Ich hatte alle Zeit der Welt und habe trotzdem versagt. Meine Zeit ist abgelaufen. Ich kann nicht wieder gut machen, was ich getan habe. Ich dachte, ich hätte es verdient, mit der Schuld zu leben. Aber selbst das war noch zu optimistisch. Denn wo Leben ist, ist auch Hoffnung. Ich habe nur verdient, mit der Schuld zu sterben. Hä? Na toll, schön, Rufus. Heul doch! Was? Goal? Ja, das... Goal? Goal? Herausfinden, was Hermes mit Goal vorhatte. Okay, Alter, das nimmt ihr hier vor... Das ist ja... Also, im Teil... Also, Das, die Wendung hier, das ist ja irre. Alter, das, naja, gut. Ja, das muss ich jetzt erstmal verarbeiten. Außerdem ist schon wieder ziemlich spät. Ich muss ins Bett unbedingt. Von daher bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Und ich bin echt gespannt, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Also denn, ahoi und ciao, ciao.